Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und wie ihr seht, ich bin heute wieder mal mit dem Tiroler unterwegs. Und wir haben heute ein ziemlich cooles Programm. Wir werden uns die Einödhöhle oder Fledermaushöhle bei Pfaffstätten anschauen. Dann noch so ein paar andere kleine Höhlen und zum Schluss gibt es dann noch einen Terrain 5 gerateten Cache zum Klettern auf einem Baum. Es wird spannend, bleibt dabei, Leute. Da bin ich übrigens auch gespannt, weil das habe ich noch nicht gemacht. Da zeigt mir Chris heute auch was Neues. Ja, Leute, wir sind soweit abmarschbereit. Wir haben natürlich mit Kameras, Lampe, Ersatzlampe. Ist immer wichtig in einer Höhle, möglichst alles doppelt mit haben. Zumindest die wirklich wichtigen Gegenstände wie Licht und diverse Ausrüstungsgegenstände, wenn es dann kompliziertere Höhlen sind. In dem Fall ist es primär das Licht, was wir mithaben sollten, auf jeden Fall doppelt, damit da nichts passiert. Weil es wäre nämlich ziemlich blöd, wenn wir hinten in der Höhle drinnen sind und es wird dann finster, dann wird es echt schwierig, da wieder rauszukommen. Okay Leute, aber jetzt gehen wir es an. Leute, ihr seht schon, die Höhle ist ganz schön verzweigt. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, wo wir gehen können. Hier haben wir einen Gang. Und da hinten geht es dann auch nochmal weiter. So, jetzt wollen wir mal schauen, welchen Weg nehmen wir? Ich würde sagen, wir machen mal dort auf den Stufen. Alles klar, dann. Dann geht's da lang. Oh ja. Und da geht's runter, Leute. Ich versuche da mal ein bisschen mehr Licht nach hinten zu bringen. Geht's noch ganz schön weiter. So, das erste Mal auf die Knie. So, da kommt der Tiroler auch noch nach. Die Höhle ist ziemlich sandig. Das heißt, wir werden jetzt richtig schön dreckig. Oh ja, Leute, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, wo wir weiterschauen können. Okay, das natürlich, Leute, geht gar nicht. Den Müll nehmen wir natürlich mit raus, der hat da drinnen nichts verloren. So Leute, das ist jetzt der hinterste Raum dieser Höhle und wie bei jeder guten Höhlenbefahrung werden wir jetzt mal dunkel machen. Thank you.
So weiter. Ich denke, das sind noch Überreste von den, eventuell von den Fledermäusen, die hier in der Höhle übernachten, überwintern. Deswegen müssen wir auch aufpassen, weil wir haben heute den 31. Oktober, Halloween, und ab morgen ist dann Fledermausschutzzeit. Das heißt, wir achten natürlich auch darauf, ob wir hier nochmal irgendwo Fledermäuse sehen. Wenn wir welche sehen, dann versuchen wir sie natürlich möglichst nicht zu stören, weil die gehen jetzt in den Winterschlaf und da sollten die Mäuse natürlich, Fledermäuse natürlich nicht gestört werden, weil ihnen das sonst extrem viel Energie kostet, wenn man sie weckt. Und das kann dann so weit gehen, dass die Fledermäuse vielleicht dann den Winter sogar gar nicht überleben. Dementsprechend versuchen wir natürlich da aufzupassen. Aber ihr seht hier überall die Spalten und Ritzen. Und das führt mich auch zur Geschichte dieser Höhle, der Entstehungsgeschichte. Im sogenannten Erdmittelalter. Das ist nämlich eine sogenannte Brandungshöhle. Das heißt, hier war vor vielen, vielen, vielen Millionen Jahren einmal ein Meer. Und hier war die Küstenlinie von diesem Meer und hat dann diese Höhle ausgewaschen, Stück für Stück. Man sieht das auch eben sehr schön, dass das alles durch Wasser, durch Erosion entstanden ist. Schaut euch das an, Leute. Ist das nicht herrlich? Oh Mann, was für eine Höhle. Es war keine Tropfsteine, weil hier einfach zu wenig Wasser einsickert. Es ist eher eine Lehmhöhle. Aber schaut sich diese Formationen an, Leute. Euch das einmal. Ich drehe jetzt mal kurz das Licht ab. Beziehungsweise etwas schwächer, damit ihr das besser seht. Da draußen kommt das Tageslicht rein und hier herinnen ein wunderschöner, ja, ist kein Versturz, es ist einfach ausgewaschen und da ist einfach was stehen geblieben. Wunderschön, Leute. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das da mal an. Ach, gut, dass ich meinen Helm auf habe. Schaut sich diese Felsformationen an, Leute. Wahnsinn. Wunderschön. Überall diese Fenster und Tore. Wahnsinn. Und gute Bewetterung, man merkt das gerade. Ich sitze da richtig im Zug. Hier von diesen Löchern kommt richtig ein Luftzug durch. Also brauchen wir uns hier auch überhaupt keine Sorgen machen, was die Luftqualität angeht. Und auch das ist die wilde Natur heute. Kommt eine Baumwurzel durch den Fels durch, hat sich da durchgegraben. Und überall nochmal die Löcher. Wahnsinn. Die ist richtig toll, diese Höhle. Wow. Schaut euch mal das an. Richtig eine Felsnadel runter. Wunderschön. Ja, ich würde sagen, geht es dann nochmal rum. So, Leute,
Also ich weiß nicht, wer das war, aber sowas geht einfach absolut und überhaupt nicht. Ja, einfach irgendwelche Süßigkeiten hier liegen zu lassen. Auch das nehme ich mit raus. Geht einfach gar nicht. Ich verstehe das nicht, warum Leute das machen. Aber ich verstehe, weshalb dann diejenigen, die wirkliches Interesse an Höhlen haben, dann sehr oft die Plätze nicht verraten, wenn sie neue Höhlen finden. Wieso verschandelt man solche Naturjuwele und empfindlichste Ökosysteme mit irgendwelchen Zivilisationsmüll? Ach, sorry Leute, aber sowas pisst mich echt an. Wunderschön. Einfach nur geil. Wir haben einen Ausgang. Unglaublich, wie viele Eingänge diese Höhle hat. Unglaublich. Ja, und da vorne, wo der Tiroler gerade rausgeht, sind wir wieder beim Haupteingang. Damit sind wir durch die Höhle durch. Da ist die nächste Höhle. Wie versprochen. Auch hier wieder der Hinweis auf den Naturschutz. Und wir sind hier an der Elfenhöhle. So Leute, auf geht's. Schaut euch mal diese Wahnsinnshöhle an, wie groß die ist. Ich werde jetzt dann nachher noch den Tiroler sehen, dass wir einen kleinen Größenvergleich machen. Aber der ist schon vorgegangen, war ein bisschen schneller als ich. Das heißt, wir werden da jetzt erstmal runtergehen, nachdem einen guten Weg suchen. Schaut euch das mal an, wie riesig diese Höhle ist. Die hört und hört und hört nicht auf. Wahnsinn. Wunderschön. Oh, wow. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid und ihr seht sowas, oh Mann, Leute. Ist das geil. Schau dir diese Säule an, die da mitten in der Halle herinnen steht. Wow, ist das krass. Was ist das? Also ich weiß nicht, Leute, aber das schaut nicht natürlich aus, oder? Ich denke, das ist eine künstliche Erweiterung der Höhle. Wenn man hier diese ganzen Kratzspuren, die Meißelspuren anschaut, ziemlich sicher. Das ist garantiert
alles Künstliche, diese ganzen Kratzspuren. Die Höhle ist mal künstlich erweitert worden. Vielleicht hat man auch hier irgendwelche Erze gesucht. Hier haben wir so einen Absatz. Hier könnte man ein ziemlich gutes Nachtlager einrichten. Auch wieder mit so einem krassen Felsüberhang. Wahnsinn. Da, lass mal her, Leute. Ich hoffe, man sieht das. Ich denke, das ist der Beginn von Versinterungen, die man da sehen kann. Dieses Gelbliche. Und schon wieder Müll. Leute, ich kriege einen Hass. Oben drin steht. Da oben. Unglaublich. Ja, und hier haben wir noch die Katasternummer der Elfenhöhle. 1914 ist die erste Hauptgruppe. Also ich gebe euch da, glaube ich, einen Link besser unten in die Videobeschreibung, wo ihr dieses Schema genau nachlesen könnt. Und 1914 ist im Prinzip die Region hier und 7 ist dann die Nummer von der Höhle in diesem Bereich 1914. Tiroler muss mal wieder. Ich liebe es. Immer vom Klettern einmal. Teilweise ja wirklich von da oben, bei beiden Füßen Narben vom Klettern. Da ist so lange Scherer. Immer das Klettern. Passt schon. Alles okay. Knie hängt raus, passt schon. So. Weiter geht's. Da unten geht's ja auch nochmal rein. Ja, hab ich gesehen. Fuck! Hab ich gesehen, da bin ich schon beim Überlegen, aber ich dachte, dass ich die Info gerade über die Augen verschwinden. Ja, die habe ich jetzt nicht. Fuck, Leute, das reizt mich aber da jetzt schon darunter zum Schauen. Ach, scheiß der Hund drauf. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Also ich sehe schon wieder mal Müll drinnen liegen, auf jeden Fall. Königreich für einen Schliefanzug. Ja, auf jeden Fall zulegen. Auf jeden Fall. Wenn man sagen, eine kleine Kaverne. Wir werden mal schauen, dass wir da rankommen. Den Müll doch rausräumen. Also Leute, ich verstehe es echt nicht. Warum? So, mal schauen, wie wir da wieder rauskommen. Ja Leute, wir sind wieder heraus aus der Höhle. So richtig schön eingesaut, so wie das sein soll. Aber einfach geil. Weiter geht's.